kann man Gruppenarbeiten mit Citavi und mit EndNote gleichzeitig erstellen? Ja, Sie können eine Gruppe machen, ein paar von Ihnen arbeiten mit Citavi, ein paar arbeiten mit EndNote und Sie können einzelne Word-Dokumente jeder erstellen und am Ende führen Sie diese Word-Dokumente zu einem großen Word-Dokument zusammen. Das geht. Und das zeige ich Ihnen heute in diesem Video. Was nicht geht, ist das gleichzeitige kooperative Arbeiten an einem Dokument, das irgendwo in der Cloud läge. Das geht nicht. Also Sie können nicht sagen, ja, wir schmeißen das auf die Dropbox und arbeiten alle gleichzeitig und benutzen verschiedene Software dafür. Geht nicht. Aber jeder von Ihnen kann ein Dokument erstellen und am Ende führen Sie es zu einem großen Dokument zusammen. Damit das am besten gelingt, nehmen Sie am besten ein Master-Dokument her. Das heißt, jemand macht sich die Mühe von Ihnen, macht ein Dokument und definiert da schon mal, wie groß die Überschriften sind, wie groß die Standardschrift wäre, in dem Fall hier Arial 12, und gibt dieses Dokument dann an jeden zum Schreiben. Dann sieht das alles schon mal sehr ähnlich aus und lässt sich nachher leichter zusammenführen. Wenn Sie nicht selber ein Master-Dokument erstellen möchten, können Sie dieses Dokument runterladen, direkt unter dem Video in der Beschreibung. Können Sie gern machen. Sie können hier auch den Standard noch ändern, von Arial auf Times New Roman, und dann wird alles im Dokument Times New Roman zum Beispiel. Ich empfehle Ihnen nur, falls Sie noch nie mit diesen Formatvorlagen gearbeitet haben, dass Sie mal den Schnellkurs Word auf dem Channel noch anschauen, die ersten 15 Minuten. Da wird erklärt, wie man mit denen hier umgeht, was man tun muss, damit es möglichst gut funktioniert nachher. Aber jetzt gehen wir einfach davon aus, Sie haben alle dieses Master-Dokument bekommen, Sie haben alle damit geschrieben und jetzt haben Sie einzelne Word-Dokumente. Und die sehen dann eben so aus, jemand von Ihnen hat mit Citavi geschrieben, der hätte jetzt zum Beispiel die Einleitung und die Problemstellung geschrieben. Machen wir das mal nach links. Und dann hat noch jemand mit EndNote geschrieben, der hat da die Grundlagen geschrieben, die Definitionen und so weiter. Sie sehen, wir haben jetzt hier unterschiedlich stark befüllte Word-Dokumente, die wir zueinander bringen müssen. Und im Prinzip müssten wir jetzt wenig tun. Es gibt aber einen Spezialfall, wo man ein bisschen mehr Arbeit hat. Und den habe ich jetzt hier nämlich noch zuerst. Der Spezialfall wäre, wenn Sie unterschiedliche Literatur verwendet haben, die nachher aber zu mehrdeutigen Nachweisen führt. Ich zeige Ihnen, was ich meine. Sehen Sie hier in dem Literaturverzeichnis rechts, dass da ein Aufsatz von dem Herrn Bliemel aus 2014 ist, und bei dem links ist auch ein Aufsatz von dem Bliemel aus 2014, aber es sind unterschiedliche Aufsätze. Der eine heißt Getting Entrepreneurship und der andere heißt Lessons Learned. Das sind zwei verschiedene Sachen, die aber in der Fußnote gerade eben noch gleich aussehen. Hier bei dem Text Bliemel 2014, bei dem anderen Bliemel 2014. Für die Dokumente jeweils passt das schon, aber wenn Sie das jetzt zusammenführen, haben Sie auf einmal Fußnoten, die nicht mehr auf den genau richtigen verweisen. Bei diesen mehrdeutigen Nachweisen muss man jetzt das Jahr unterteilen in 2014a und 2014b. Übrigens, das Problem wird Ihnen nicht passieren, wenn Sie mit Tyson oder einem anderen Kurzbelegstil, mit einem anderen Stil arbeiten, der ein Stichwort aus dem Titel im Text hier unten bringt. Da nehmen Sie einfach ein anderes Stichwort. Und dann haben Sie keine Uneindeutigkeiten. Aber bei einem Stil, der nur Autor, Jahr und Seiten bringt in der Fußnote oder im Kurznachweis im Text, da haben Sie dieses Problem. Also, einer von beiden braucht jetzt ein A und der andere braucht ein B am Jahr. Welcher bekommt das A? Derjenige, der alphabetisch zuerst kommt. Und Autor und Jahr sind ja gleich. Das heißt, der Aufsatz hier rechts, hier Getting G, der gewinnt gegenüber dem anderen Aufsatz, der mit Lessons, mit L anfängt. Das heißt, Lessons bekommt ein B beim Jahr und Getting, der hier, bekommt ein A. Den hier habe ich mit EndNote erzeugt und jetzt tue ich einfach, weil das hier nachher 2014a heißen soll überall, dem im Jahresfeld bei EndNote ein A geben. So einfach ist es ja, wenn ich mit einem Literaturverwaltungsprogramm arbeite. Ich gehe rein in den Datensatz, schreibe beim Jahr rein 2014a und speichere das ab. Und schon ist es überall erledigt. Klicken wir hier mal gleich noch auf Update, dann macht er das. Na, ich muss noch einen anderen Zitierstil wählen. Kleinen Moment. So, 2014a. Überall da, wo es vorkommen soll. Ja, nicht ganz. Ich habe den Fußnotenstil doch anhalten. Jetzt. Wunderbar. Also, 2014a. Dann hier drüben bei Citavi
Da muss es 2014b werden. Genau das gleiche, wir gehen in Citavi rein und wir gehen auf den passenden Aufsatz und sagen 2014b. So, Citavi aktualisiert sich auch live. Jawohl, jetzt sieht das Ganze gut aus. Jetzt haben wir keine uneindeutigen Zitationen mehr. Jetzt können wir die Dokumente miteinander verheiraten. Damit wir das tun können, müssen wir jetzt die Zitierprogramme rausschmeißen. Das funktioniert immer gleich bei den beiden. Und zwar, machen wir jetzt mal wieder groß, geht es bei Citavi folgendermaßen. Man geht auf den Citavi-Reiter und sagt umwandeln, Citavi-Felder in Text umwandeln. Dann bekomme ich eine Kopie meines Dokuments und die sieht genau gleich aus, nur dass einfach kein Citavi mehr drin steckt. Also diese neue Kopie nenne ich ohne Citavi. Fertig. Und das genau gleiche mache ich jetzt noch bei dem EndNote-Dokument. Das sieht es sehr ähnlich aus. So, hier ist das EndNote-Dokument. Da geht man auch auf den EndNote-Reiter und sagt Convert to Plain Text. Die Option heißt immer Convert to Plain Text. Steckt manchmal in der Schublade Convert Citations in Bibliography, manchmal bei Convert, manchmal bei Tools, je nach Version. Also Schubladenname ist immer anders, aber der Knopf heißt immer Convert to Plain Text. So, dann sagt EndNote auch, man kriegt eine Kopie. Ja, das ist jetzt hier die Kopie. Die speichere ich auch wieder ab. Auch wieder auf dem Desktop als ohne EndNote. So, und jetzt habe ich noch zwei Word-Dokumente übrig. Nämlich einmal ein Dokument, das mal EndNote beherbergt hat. Da sieht das Literaturverzeichnis so aus. Ist uns eins nach unten gerutscht. So. Sie sehen, das ist normaler Text. Da ist nichts mehr mit diesem grauen Funktionstext. Und wir haben ein Dokument, in dem Citavi mal drin war. Das sieht sehr ähnlich aus. So, auch da kein Funktionstext mehr drin. Und jetzt können wir die zueinander führen. Zueinander führen funktioniert folgendermaßen. Man nimmt jetzt halt eins als das Master-Dokument wieder an, sagen wir, dieses Citavi-Ding gefällt uns schon ein bisschen besser oder da steckt mehr Inhalt drin, dann lassen wir dieses ganze Dokument an sich so wie es ist und nehmen jetzt alles aus dem EndNote-Dokument heraus, was wir nachher brauchen. Also wir brauchen nachher das Literaturverzeichnis, das brauchen wir. Und da gibt es jetzt einen Trick. Kopieren Sie sich das Ganze, also Rechtsklick kopieren. Und fügen Sie das in dem neuen Dokument ein. Nicht einfach nur jetzt einfügen, sondern bei Einfügen gibt es verschiedene Optionen dafür. Und Sie können hier drin sagen, nur den Text übernehmen. Gibt bei einem Literaturverzeichnis auf jeden Fall Sinn, weil jetzt, Sie haben ja gesehen, die normale Weise, wie ich es einfüge, dann habe ich noch diesen hängenden Einzug hier mit dabei, den ich aber eigentlich nicht haben möchte. Wenn ich aber nur den Text einfüge, kommt es in genau dem Layout raus, das ich gerade eben hier definiert hatte. Also, im Literaturverzeichnis nur den Text übernehmen. So, und jetzt einfach noch die Arbeit, das ineinander zu sortieren. Das heißt, das da gehört 2014a, jetzt ja alphabetisch über den anderen Bliemel hier, so. AB, Gauss, den haben wir doppelt. Das ist der genau gleiche, also kann einer rausfliegen. Und Hehn, Meffert, das passt schon, fertig. Das war das Literaturverzeichnis. Und der eigentliche Text, der muss jetzt ja auch noch zueinander. Da gehen wir jetzt einfach davon aus, das hier wäre die erste Hälfte vom Text. Und an der Stelle würde jetzt der zweite Textteil beginnen, ab hier. Wie geht das jetzt? Gehen wir in das andere Dokument rüber. Wir nehmen jetzt den kompletten Text, den wir da brauchen. Sagen wieder Rechtsklick kopieren und gehen dann in unser anderes Dokument rein und sagen hier jetzt einfügen, Zieldesign verwenden. Zieldesign verwenden bedeutet, wenn im Originaldokument das als Überschrift 1 definiert wurde, dann wird jetzt die Formatvorlage des hiesigen Dokuments angewendet. Wenn Sie eh ein Masterdokument hatten, ist es egal. Aber ansonsten, wenn Sie jetzt hier Zieldesign verwenden und der eine hatte andere Schriftarten verwendet, aber er hat wenigstens mit den Überschriften gearbeitet, sieht es immer noch alles gut aus. Also, Zieldesign verwenden, jetzt ist es drin.
Und Sie sehen, dass die Zählung automatisch richtig geworden ist. Schauen wir nochmal in das alte Dokument, da war Grundlagen ja Kapitel 1. Aber dadurch, dass wir das in dem neuen Dokument eingefügt haben unter dem schon vorhandenen Kapitel 1, haben wir jetzt eben das Kapitel 2 automatisch bekommen. Wir müssen hier nichts tun. Die Zählung ist schon komplett richtig. Die einzelnen Fußnoten sind auch richtig hochgezählt. Das hier ist die Fußnote 4 und dann kommt die Fußnote 5. Das Einzige, was uns jetzt hier noch nicht ganz passt, ist diese Zählung von der Abbildung. Das ist auch Absicht jetzt. Und da kann man eben jetzt auch sagen, Felder aktualisieren. Dann merkt es, hups, ich bin ja in Abbildung 2. Und danach können Sie auch sagen, gut, ich tue jetzt das Abbildungsverzeichnis aktualisieren. Ah, das hatte ich vorhin schon mal. Und ich tue das Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Und jetzt sind die eben einfach schon aktualisiert und sie sind komplett fertig. Das war alles. Sie mussten wirklich nur die Sachen zueinander führen. Und dadurch, dass wir vorher mal geschaut haben, dass wir nichts Uneindeutiges mehr haben und dass wir das gleiche Design schon verwendet haben und schlau eingefügt haben, haben wir so gut wie keine Arbeit gehabt. Und das wird immer funktionieren. Merken Sie sich einfach, Citavi und EndNote sind beide schlau genug, dass sie wissen, wann sie irgendwann nicht mehr im Dokument vorkommen sollen, wann sie raus sollen. Und diese neuen Dokumente ohne die Verwaltungsprogramme, die können Sie zueinander führen. Wenn Sie da nochmal Fragen haben, wenn irgendwas unklar ist, wenn Sie Probleme haben, egal bei was, schreiben Sie gerne einen Kommentar unter das Video oder Sie melden sich persönlich bei mir. Vielen Dank.